So, heute einmal bitter kalt und mit FFP2-Maske. Das letzte Mal vor Heiligabend. Wir haben noch einen Einkaufszettel voll. So, ich habe so ziemlich alles gekriegt, außer einen Block. Das packe ich jetzt in mein Auto und dann zeige ich euch, was es geworden ist. So, hi, ich bin zu Hause angekommen. Ich mache jetzt die zwei Teile einmal händisch. Ich habe mir einen Ständer gekauft und möchte den nutzen für eure Videos, weil ich irgendwie mit meiner Freihand-Schwebe-Dingsbums-Fallerer nicht ganz so zufrieden bin, die bei mir am Tisch hängt. Jetzt will ich das damit mal ausprobieren in Zukunft. Also ich habe ja mehrere Variationen, wie ich aufnehmen kann. Und dieses Ding war heute im Angebot. Jetzt muss ich einmal kurz den Zettel holen. So, das waren 10,95 Euro. Und ich kann da ja mal einmal etwas näher rangehen. Den kann man 2,10 Meter hoch machen. Der hat einen freischwingenden Arm. Drei Lichtertypen. Wird mit USB betrieben. Von daher alles gut. Ich habe ja einen USB-Stecker an meinem Schreibtisch. Und da wir ja auch einen Kamin haben, haben wir uns einen Aschesauger gekauft. Der sieht so aus. Weil immer mit dem Kehrblech durchfegen, wirbelt dann doch einiges auf. Und das finde ich halt nicht so toll, auch gerade mit Kleinkind. Und der war auch im Angebot, also hat sich wirklich gelohnt für 18,95 Euro. Und die Teile werde ich auf jeden Fall zeitnah ausprobieren. Die anderen Sachen kann ich euch jetzt so zeigen, also ganz normal. Wir fangen jetzt einmal an hier mit dem Enteiserspray. Bei uns friert das im Moment wie verrückt und ich brauche das. Ich decke zwar vorne die Frontscheibe ab, aber die Seiten und die hinten, also die Heckscheibe, die sind ja immer vereist und das ganze Auto ist eigentlich voll mit Eis. Das kostet 1,59 und ja, brauchen wir auf jeden Fall im Winter. Dann habe ich mir dieses Acrylic Pearl Paint Set gekauft. Das kostet auch 1,59. Eigentlich wollte ich es nicht zu Anfang. Dann hatte ich das in einem Haul gesehen, wie man das mal, nur mal wenigstens die Farben mal gezeigt hat, wie das aussieht. Und dann dachte ich mir, oh wow, ich habe ganz viele Ideen damit, das kaufe ich auch. Also von für 1,59 ist das ja eine schöne Sache. Dann habe ich mir, beziehungsweise für meinen Sohn, Badesalze gekauft. Die fand ich so schön. Die kosten das Stück 99 Cent. Und da haben wir hier einmal Dumbo, oh, bei dem Film. Wir waren im Urlaub und der richtige Film, also nicht der Trickfilm, sondern der, ja, mit richtigen Schauspielern, der lief. Och Gott, und der hat so geweint bei dem Film. Und ach, ich fand das ja echt süß, ne? Dann haben wir hier einmal Klopfer. Der mit der besten Weisheit überhaupt. Weil seine Mutter hat ihm ja beigebracht, wenn man nichts Nettes zu sagen hat, einfach mal die Klappe halten. Finde ich super. Ist hängen geblieben. Dann haben wir hier einmal Balou der Bär. Den finde ich auch toll. Ich glaube, den kennt mein Sohn so noch gar nicht. Und natürlich einmal Simba. Es gab natürlich auch noch andere Sorten, aber das waren jetzt die Salze, wo ich sage, die findet mein Sohn bestimmt auch toll. Und dann kann er sich immer was in die Badewanne mitmachen. So, dann gucken wir mal. Dann haben wir als nächstes, es ist ja kalt, also brauche ich auch wieder mal Lippenbalsam. Normalerweise habe ich immer eins von First Aid. Aber diesmal habe ich einfach mal das mitgenommen, sollte auch gehen. Die waren auch relativ günstig, 1,99 für 8 Stück, das ist super. Da hat man Kokosnussöl, Argan, Jojoba und auch zum Verschenken finde ich die ganz süß. Die kann man schön umverpacken und von daher durften die auch mit. So, dann wollen wir mal gucken. Das machen wir zum Schluss. Das machen wir auch. Dann habe ich mir eine Schablone, also eine Prägeschablone geholt. Die wollte ich eigentlich nie kaufen.
Aber jetzt habe ich so viele Ideen damit und schöne Sachen gesehen, wo ich gedacht habe, ach Mist, ja, ich kaufe sie doch. 3,29 € und das sind so für mich so Standards, die man echt fast immer gebrauchen kann. Nur ich bin eigentlich so auf Kreise und Rechtecke fixiert gewesen immer und dachte, wozu? Ja, jetzt weiß ich wozu und deswegen durften sie mit. Seht ihr bestimmt auch irgendwann noch mal in meinen Videos. So, dann haben wir hier nochmal Textilmarker. Ich dachte mir für meinen Sohn vielleicht, wenn ich noch irgendwas nähe oder noch irgendwie ein weißes T-Shirt kaufe oder was auch immer, dann kann er da ein bisschen mit rummalen, dann kann er sich selber was gestalten. Und ja, das finde ich halt ganz niedlich, wenn man das mit Kindern macht oder auch wenn er mal Besuch hat, dann kann man ja vielleicht mal was Schönes kreieren, was die Kinder dann mitnehmen können, was ich denen dann eben fix nähen kann oder so, oder eine Tasche, was auch immer. Und ja, die hatten jetzt gekostet 1,49, von daher recht günstig. 10 Farben sind da drin. Und das ist einmal von hinten. Für den Preis kann man natürlich auch nichts falsch machen. Sind Metallic-Marker. Ja, kommt bestimmt auch gut an. So, und jetzt, ja, die beiden großen Sachen habe ich euch ja schon gezeigt. Und jetzt zeige ich euch was anderes. Denn ich habe mir tatsächlich Papier gekauft. Die neuen Blöcke für 1,99 hier Stück. Einen einzigen habe ich nicht bekommen, der war einfach nicht da. Aber nun gut, ist nicht so schlimm. Ich habe nämlich letztens festgestellt bei einem Videodreh für euch, was jetzt demnächst mal dann hochgeht. Ich habe kein schönes oder halt auch buntes, doppelseitiges Designerpapier in 30x30. Ich war relativ erstaunt. Mein Schrank ist voll, aber irgendwie, ja, das nicht. Nur Weihnachten. Und ich kann nicht ständig immer nur Weihnachten basteln, weil mir hängt Weihnachten schon kurz vor Weihnachten sonst wo. So, da gucken wir eben einmal fix rein. Also das ist Dreamly Pastels, also ne, Pastellfarben mit Blümchen. Die Rückseiten, ich guck mal, so sieht ja ungefähr beides. Geht ja auch. Der Kaktus, der ist ja richtig cool. Ich versuche das so ein bisschen in die Mitte zu machen, dass ihr wenigstens ansatzweise seht. Aber ich denke, ihr kennt die Blöcke ja auch. Kann ich nebenbei ein Schlückchen Kaffee trinken? Glaube, das ist ganz cool. Da kann man sich die einzelnen rausschneiden und irgendwo draufkleben bei Basteleien. Das ist schon ziemlich cool irgendwie. So, Federn. Ich weiß gar nicht, welches war denn das erste. Achso, das. Weil irgendwann muss es ja wieder von vorne losgehen, glaube ich. Ja, das ist die Mitte. Da sind beide gleich. Also das war einmal der. Dann habe ich mir einmal diesen hier gegönnt. Ich gehe das jetzt einmal nur schnell durch. Ich möchte euch ja nicht unnötig damit langweilen. So, ich mache das ein bisschen so, dann seht ihr ungefähr beide Seiten mal. Das ist auch wieder cool. Das kann man sich auch schön raustrennen mit einem Schneider. Die Orangen fand ich super. Und die Blumen. Butterblumen dürften das sein. So. Die sind auch wunderschön. Das ist so meins. Also ich bin eigentlich gar nicht so extrem floral, aber bei manchen Sachen ist das schon schön. Hier ist ein ganz großes Bild. Da tue ich mir meistens etwas schwerer mit, um das zu verbasteln. Das finde ich wieder richtig toll. Das auch. Und hier ist einmal die Mitte. So, dann haben wir den.
meinen ausschlaggebenden Block zeige ich euch zum Schluss, weswegen ich die überhaupt gekauft habe. Dann hier einmal, ja, Classic Basics. Also schwarz-weiß finde ich ja auch toll. Das finde ich cool. Diese Schrift. Das mag ich gerne leiden. Oh, davon könnte ich mehr gebrauchen. So, dann komme ich noch mal ein bisschen nach unten. Hier sind wieder so einzelne, die man sich raustrennen könnte. Richtig schöne Bilder dabei. Ja, X und O. Linienpapier. Okay. Wieder X und O. Also die sind schon schön, ne? Wenn ich nicht so viel hätte. Aber kennen wir ja. Hier ist auch wieder so ein ganz großes. Und wieder eins geschrieben. Und hier ist die Mitte. So, und ich habe mir jetzt tatsächlich die Blöcke gekauft, nur weil ich den hier eigentlich wollte. Ich habe nämlich für euch ein Video gedreht und brauchte doppelseitiges Quietschepapier. Hatte ich nicht. Da habe ich mir natürlich was zurechtgeschnitten und zurechtgefummelt. Aber ich war ein bisschen unzufrieden und deswegen gibt es jetzt Quietsche-Retro-Papier, falls ich sowas nochmal machen möchte. Das ist alles noch sehr unquietschig. Das finde ich wieder sehr cool. Die kann man ja schön einzeln benutzen. Dann haben wir das noch. Blümchen. Ich hatte ja eigentlich fast gehofft, dass das noch ein bisschen mehr, so ein bisschen mehr Bäm macht. Wisst ihr, was ich meine? Weil, ja, ist schön, aber so sind irgendwie alle Blöcke aufgebaut. So ein bisschen mehr bunt, also richtig bunt, hatte ich gedacht. Aber nur, ja, hier sowas Abgefahrenes. Dachte ich, durchgehend. Aber macht ja nichts. Ich finde den trotzdem schön. Und ja, das war auch alles tatsächlich aus dem Action. Ich war noch eben fix im Lidl, weil ich festgestellt habe, ich habe keinen College-Block. Den habe ich mir noch für 89 Cent gekauft. Und lege mir den hier hin. Auch weil ich was gebastelt habe und eigentlich einen College-Block dafür nutzen wollte. Na gut, dann habe ich was anderes genommen. Aber macht ja nichts. Und ansonsten vielen Dank fürs Zuschauen. Habt wundervolle Weihnachten. Das sage ich euch jetzt schon mal. Morgen kommt natürlich noch ein Video für euch hoch. Aber trotzdem sage ich jetzt schon mal schöne Weihnachten. Vielen Dank an 600 Abonnenten. Das habe ich ganz vergessen nochmal zu sagen. Echt tausend Dank. Ich freue mich. Lasst euch beschenken. Beschenkt reichlich andere. Genießt die Zeit. Und ich hoffe im Beisein eurer Lieben. Und bleibt bitte gesund, passt auf euch auf und wir sehen uns bald wieder. Bis dann!